Die Musik drückt das aus, was nicht gesagt werden kann und worüber Schweigen unmöglich ist. Und diesen Satz sagt Jörg Augenstein und du brauchst dein Handy gar nicht verstecken und du kannst sagen, dass du es abgelesen hast. Ich hab's abgelesen, ja, natürlich. Ein sehr schöner Satz. Und du bist kein Philosoph. Nein. Du bist Schlagersänger. Ja. Vielleicht hat das ja auch irgendwas miteinander zu tun. Ich weiß es nicht. Und wie es aussieht, wenn der Jörg singt, das sehen Sie jetzt ganz kurz. Was passiert hier mit mir? Ich verliere wegen dir noch den Verstand. Ja, ich weiß, du bist ein eiskalter Engel. Bitte lass mich doch allein. Ich komme zurück zu meiner Anfangsfrage. Hat ein Philosoph mit einem Schlagersänger was gemeinsam? Das ist eine gute Frage, aber ich denke, man muss von allem ein bisschen was haben und man darf ja durchaus in den ganzen Lyrics, wo die Schlagersänger einem ja erzählen, auch ein bisschen als Philosoph gelten. Aber jetzt mal ganz ehrlich, die Texte von Schlagersängern sind ja eher so sehr oberflächlich. Es gibt auch durchaus Lieder, die sehr viel bedacht sind und mit sehr viel Hintergrundinformation auch behaftet sind. Ist das so? Also wenn du deine Texte schreibst, möchtest du eine Message transportieren? Also ich habe zum Beispiel zu dem einen Lied, der Eiskalte Engel, diese Message, die da drin steht, die ist 1:1 erlebt und auch durchgelebt. Um was geht's denn? Das ist ja auch das Video, was wir gerade gesehen haben. Um Beziehung. Um eine nicht glückliche Beziehung. Um eine nicht glückliche Beziehung, ja, die stand da leider im Raum. Und jetzt fängt sie auch noch an zu regnen, das ist ja, ja, aber es ist ja, aber die Stimmung ist gut. Und das ist das, was ich meine mit euch Schlagersängern. Ihr seid immer so positiv, gell? Man kann nicht den ganzen Tag reinsitzen und heulen. Wenn es auch manchmal einem zu heulen ist, aber es geht ja immer, das Leben geht immer weiter und man sollte auch negative Sachen einfach nicht so negativ sehen. Sie ist positiv und geht positiv durch den Tag, lachen und strahlen und ja, immer gut dabei. Okay, wunderbar. Und mit einem Lachen und einem Strahlen gehen wir jetzt in meinen ersten Beitrag ab und sind gleich zurück. Die Macht liegt in ihren Händen. Die Welt, in der wir leben, wird regiert von einer Generation von Alten. Junge Stimmen müssen Respekt und Offenheit entgegengebracht werden. Ich sitze in der Schule und denke über Dinge nach, die absolut nichts mit meinem Lebensweg zu tun haben werden. C² ist gleich A² plus B². Dabei ist eigentlich, was Neues zu lernen, eines der coolsten Dinge, die es gibt. Doch die Schule schafft es so vielen Schülern, die Lust am Lernen zu nehmen. Warum? Warum wird mir nicht beigebracht, wie ich mit meinen Gefühlen umgehen soll? Wir sind hier. Wir haben was zu sagen. Hört uns bitte zu. Das ist die Message von dem Stück Hashtag Ich sehe dich, ein Perspektivwechsel. Das Jugendensemble von Lockstoff hat mit dieser Inszenierung im Club City Department in Stuttgart Premiere gefeiert. In der Performance geht es darum, dass Jugendliche mit ihren ganz individuellen Themen gesehen und gehört werden wollen. Aber es geht auch darum, dass wir die anderen sehen. Uns ist es wichtig, mit dem Stück auszusagen, dass wir in Dialog treten wollen. Nicht nur rumschreien und dass alle zuhören. Meine Einschätzung, was Erwachsene von den Jugendlichen halten, ist ziemlich gespalten. Ich finde, insgesamt wird es leider sehr oft deutlich, dass die Erwachsenen Jugendliche nicht ernst nehmen, kleine Kinder nicht ernst nehmen. Warum soll das in Ordnung sein, dass du für meinen Luxus zahlst? Lockstoff, Theater im öffentlichen Raum, besteht seit 2003 als eingetragener gemeinnütziger Verein und gibt Jugendlichen immer wieder die Möglichkeit, ihr Anliegen einem Publikum zu präsentieren. 25 Individualisten tun hier ihre Meinung und ihr Anliegen kund. Die Truppe von Lockstoff hat ihnen bei der Erarbeitung der Texte und der Performance zur Seite gestanden. Ich will von ihnen wissen, ob sie jetzt nach der Premiere stolz auf die Jugendlichen sind. Mega! Mega! Die haben heute Abend, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen berührt mit ihren eigenen Worten. Sind über sich hinausgewachsene, unfassbar. Es ist super krass zu sehen, also weil wir angefangen haben zu arbeiten und erstmal darüber gesprochen haben, worum soll es gehen in dem Stück. Dann haben wir angefangen zu reden, dann haben wir angefangen Texte zu schreiben, haben noch einen Weg gefunden, sich auszudrücken, einen Weg, was zu formulieren. Und was hier passiert ist oder die Entwicklung auch zu sehen von jemandem, der so leise denkt, darum kann es gehen, zu jemandem, der in der Mitte vor 60 Leuten steht und seinen Text präsentiert, ist super krass. Zuhören lohnt sich immer und in diesem Fall ganz besonders. Das nächste Mal haben Sie die Chance dazu am 13. April. Mehr Termine zu Hashtag Ich sehe dich, ein Perspektivwechsel und mehr Infos dazu finden Sie auf der Website www.lockstoff.de.
lockstoff.com. Ich sehe es nicht ein, dass Menschen mit Behinderung keine Fahrgeschäfte benutzen dürfen, nur weil sie nicht ohne Hilfe ein- und aussteigen können. Diese Menschen sollten genauso ihren Spaß am Achterbahnfahren haben dürfen wie andere. Also, wenn unser Oberbürgermeister Fritz Kuhn das nächste Mal das Volksfest eröffnet, dann bitte mit den Worten: Meine Damen und Herren, hiermit ist das Volksfest eröffnet und die Attraktionen und Fahrgeschäfte für alle Sehenden und Stehenden freigegeben. Aber hey, warum gibt es kein Volksfest für das ganze Volk? Ich möchte mit dir mal über ein Klischee reden und ich hoffe, das ist in Ordnung. Wenn man so deine Videos sieht, da bist du ja auch so einer, der so diese Moves macht, diese Schlagersänger-Moves. Muss das sein? Ja, muss eigentlich schon irgendwo sein, weil Musik macht unheimlich Spaß und wenn du Musik hörst, möchtest du auch unbedingt darauf tanzen. Da kommen einfach diese Handbewegungen beim Tanzen einfach dazu. Und ich glaube, das ist auch der Schlager, einfach, was wir auch natürlich gerade eben schon mal hatten, dieses Glücksgefühl letztendlich. Natürlich sind auch da die ernsteren Themen dabei, aber man will ja auch auf Schlagerpartys gehen und einfach ein bisschen Spaß und abfeiern, Fun haben, ne? Und abfeiern. Und dass wir dann den Alltag vergessen, alles ein bisschen hinter sich da legen, aber vor allem immer positiv denken, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Wir schließen immer wieder den Kreis, gell? Ja, aber das ist doch gut. Ja, es ist gut. Und wir müssen sagen, du bist ja nicht nur Schlagersänger, sondern Nein. du hast auch noch eine andere Leidenschaft. Das ist sehr spannend. Dazu müssen wir jetzt ein paar Requisiten holen und wir sind dann gleich wieder zurück. So, und wir sind zurück mit Jörg Augenstein und in diesen Momenten öffnest du eine magische Tasche. Ja. Weil wir haben gesagt, du bist nicht nur Schlagersänger. Nein. Wir müssen über deine zweite Leidenschaft reden. Du bist Schiedsrichter. Das ist Schiedsrichter, ja, im Fußball. Das ist die wunderschöne gelbe und das ist die wunderschöne... Darf ich es einmal machen? Ja, klar. Raus! Das ist doch so, du musst doch schon ein Frontmensch sein, oder? Sowohl als Schlagersänger als auch als Schiri muss man irgendwie Bock haben, in der Öffentlichkeit zu stehen, oder? Ja, man will ja nicht als Schiri jetzt in dem Sinne in der Öffentlichkeit stehen, man will ja nur Entscheidungen treffen. Und darf ich mal ganz kurz in deiner Tasche da kruspeln? Ja. Weil was ist, darf ich das mal rausholen? Ja. Was um Himmels Willen ist dieses Teil? Ja, das ist zum einen wegen der Höhe der Stollen, ne? Und das kann man da abmessen. Ah, das müssen wir zeigen. Ah, da kann man dann zahlen. Aber ich hab ganz ehrlich noch nie gemacht. Darf ich nochmal kruspeln? Ja, klar. Was ist das? Das sind die Wählmarken. Vorm Spiel. Rot oder Schwarz? Okay. Ja? Also pass auf, bei Rot geben wir jetzt in meinen Beitrag ab, bei Schwarz nicht. Du darfst mal werfen. Ja, rot! Ab, wollten wir doch! Ja, ab in den Beitrag, bis gleich! So, jetzt sind wir auf der Glow und ich würde sagen, let's go! Seit Wochen wartet sie genau auf diesen Tag und jetzt ist es endlich soweit. Denn zu Weihnachten hat Mahela das Ticket für die Glow von ihren Eltern bekommen. Sag mal, wie ist es denn jetzt für dich, hier zu sein? Das ist richtig cool und auch voll groß und viele Menschen und so, aber das ist echt cool. Also beeindruckend irgendwie. Freue mich. Die Glow, The Beauty Convention, wird zweimal im Jahr in deutschen Großstädten von der Drogeriekette DM ausgetragen. Und jetzt war Stuttgart dran. Und die Fans hatten die Möglichkeit, ihren Idolen aus der Social-Media-Szene einmal ganz nah zu kommen und sich die neuesten Fashion-Trends anzuschauen. Hier probiert Mahela gerade Wimpern aus, die man mit Magneten befestigt. Und es dauert nicht lange und das Taschengeld wird gezückt. Sag mal, wie wichtig ist dir Beauty überhaupt in deinem Alter? Ich meine, du bist erst 14. Ja, aber ich finde, wenn man gut aussieht und sich wohlfühlt, dann ist es auch noch mal ein anderes Befinden und dann ist man vielleicht auch selbstbewusster. Natürlich ist Mahela nicht alleine da. Sie ruft ihre Freundin an, um sie zu treffen. Madi, wo bist du jetzt genau? Links beim Red Carpet. Okay, gut, dann bis gleich, dann sehen wir uns, ja. Bis gleich, ciao. Ja, doch auf dem Weg zur Freundin machen wir noch mal Halt. Oh mein Gott, da ist einfach Paola. Das ist so krass. Paola ist eine YouTuberin und die hat jetzt eine eigene Beauty-Marke rausgebracht. Sie am liebsten alle mit nach Hause nehmen, weil die einfach so süß sind und sie geben mir einfach so viel Liebe. Und sie kennen mich ja nicht mal wirklich. Und das ist
glaube ich, eine der größten Geschenke, die man in diesem Business bekommen kann. Oh mein Gott, ich habe einfach mit der geredet. Die hat einfach gefragt, so wie mein Tag war und so, dass mein Tag noch gut werden soll und so. Jetzt bin ich voll glücklich. Oh mein Gott, und ich habe auch ein Bild mit ihr und so. Voll cool jetzt. Und dann geht's weiter an den Pink Carpet, an dem Mahelas Freundin wartet. Das ist quasi der rote Teppich der Beauty-Szene. Doch bei so viel Wimperntusche, Lippenstift und Lidschatten verliert man leicht mal die Orientierung. Wir finden den Pink Carpet dich. Aber der müsste irgendwo hier sein. Ich glaube, ich rufe sie einfach noch mal an. Madi, wo bist du genau? Wo denn? Streck mal deine Hand. Streck mal deine Hand. Ah, ich sehe dich heute. Aber nicht nur Mahela interessiert sich in so jungen Jahren für Beauty-Trends. Auch Schlagerstar Vanessa Mai hat früh mit dem Schminken angefangen. Ich sage immer, wenn es im gesunden Maß ist, ist alles in Ordnung. Und die Kids haben hier Spaß. Und solange nichts krankhaft wird, ist alles easy. Und sie dürfen sich einfach nur nicht verrennen in irgendeinem Beauty-Wahn, weil jeder ist perfekt, wie er ist. Mittlerweile ist der halbe Tag vorbei. Sag mal, Mahela, geht's noch weiter oder bist du fertig? Nee, ich gehe noch weiter und gucke nach neuen Beauty-Trends noch. Und wie fandest du es? Sag mir das noch abschließend. Mega cool, beeindruckend und einfach nur unfassbar. Viel Spaß. Dankeschön. Und liebe Eltern, ich sag mal so, Weihnachten 2019 wird definitiv kommen. Der Sommer 2019 kommt, vielleicht haben Sie ja Bock, hier mit Jörg Augenstein und seinem Sommerhit dann durchzustarten. Ich habe mich sehr gefreut, dich kennenzulernen. Du hast das Klischee des Schlagers perfekt erfüllt. Ich bin begeistert. Und meine Sendung endet mit zwei Veranstaltungstipps und deinen darfst du bitte jetzt in die Kamera sagen. Ja, die Jungs von Feuerherz am 24. April im Witzemann in Stuttgart. Okay, super. Und mein Tipp ist am 12. April das vierte Craft Beer Festival in Stuttgart in den Wagen halten, sollten Sie auch hingehen. Alles Gute. Danke, dir auch. Dankeschön und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, alles Gute, ciao. Tschüss.